Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tayag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Torah, heute Mitzvah 278. Nicht machen einen Fehler, eine Behinderung in ein Korban von Kochim. Also wenn man bringt eine Korban auf dem Altar, auf dem Misbeach, eine Spende, eine Gelübde, eine Danke, eine Wohltat zu spenden, es muss sein, vollkommen und vollständig, und es kann nicht sein, dass kurz vorher soll man zerbrechen ein Bein oder soll man zerrissen eine Lippe oder eine Stechel in die Auge von dem Tier, dann ist er nicht mehr kasher, um zu opfern auf dem Altar. Und diese Mitzwa ist im dritten Buch Moshe, Kapitel 22, Pasuk 21. Und so jemand darbringt ein Malopfer dem Ewigen als ausgesprochenes Gelübde. Also er hat was versprochen, es wird mir so und so passieren, Gott wird mir retten von Lavan, ich komme zurück nach Hause, ich werde bringen eine Korban. Oder als freiwillige Gabe vom Rinde oder vom Kleinvieh oder Ziege, so weiter. Ohne Fehl sei es. Also so sein ohne Fehler, dass es gnädig aufgenommen werde, kein Gebrechen sei daran. Also, es geht fast um alle Korbanot, auf alle Sorten von dem Korbanot, außer zwei, Erstgeborener und Zenten. Wenn er ist kaputt oder unfähig, dann kann man ihn changen und wechseln mit Geld. Aber hier sagt uns die Torah etwas sehr interessant. Wenn man bringt schon, wenn hat man ausgewählt eine Korban, hat man das Magdisch gewählt, hat man das schon geheiligt, hat man geschochten. Jetzt kommt, soll man nicht machen eine Mumm, wenn man bringt die Kochim. Soll man nicht machen eine Fehle. Warum? Weil ein Tier, der nicht vollkommen ist, macht einen Mangel und eine Fehlen in dem ganzen Prozess. Jeden Korban hat einen himmlischen Prozess. Wir können es heute nicht verstehen, weil wir haben keine Korbanot. Die ganze Sache von Korbanot ist uns komisch und fremd. Aber in die alten Zeiten, diesen Korbanot, diesen Gottesdienst, war die allerhöchsten Prioritäten zum Nahkommen zu Hashem. Korban bedeutet Karov, nahkommen zu der Ebishter. Und du kannst nicht nahkommen, wenn etwas ist mit einem Fehl, mit Gebrechen, es ist nicht vollkommen, es ist nicht vollständig, es ist nicht perfekt. Deshalb, wenn es geht um Kochim, dann, und es gibt eine Verletzung, die man sieht, oder eine Verletzung, die man nicht sieht. Manchmal bei einem Tier gibt es eine Verletzung, eine Beule, eine blaue Farbe. Man sieht, er hat was, einen Schlag bekommen. Und die Sachen, diese ganzen Mumim, sind, es spielt keine Rolle, ob das ist jetzt bei Vieh, bei größeren Tieren oder sogar bei Geflügel, bei Taube oder bei Turteltaube, Benjona, Tor und so weiter. Dann, wenn es geht zum Korban Kodoshim, Neder oder Nedava, Gelübde, Versprechen oder Spende, dann es ist verboten. Wenn hat er das doch gemacht, in der Zeit von Bet HaMikdash, dann kommt das die Strafe Malkot, schlagen. Aber es muss sein mit einer Warnung und mit einer Abmahnung. Und erst dann, Shkoyach.